Hallo hier bei Mackenzie Fisch Handel und Transport. Wir wollen versuchen, hier diese Fische vor. Oh Gott, das ist bestimmt viel zu viel. Oh mein Gott, können wir uns auch. Halte ich für eine schlechte Idee. Scheiße. 44 geht. Gerade so. Wir lagern gerade die Fische um. Ja, und dann versuchen wir mal zum Turm zu gehen. Das ist, glaube ich, jetzt der letzte Part. Weil ich noch nicht ganz, oder seit gestern nicht so fit bin. Aber nächste Woche geht es dann weiter frisch ans Werk. Ich glaube nicht, dass ich jetzt die Tage dazu komme. Morgen ist Freitag, wenn ich mich nicht irre. Ob ich morgen noch schaffe, um mal aufzunehmen. Mal gucken, wie das so ist. Wie das so läuft. Oh, ich freue mich auch auf Dezember, weil da dann die beiden Resident Evil DLCs rauskommen. Also eigentlich freue ich mich nur auf den einen DLC, nämlich den mit Zoe. Den mit Chris Redfield, der wirkt schon im Trailer zu seltsam. Der wirkt halt so schießlastig. Ich mag auch nicht, wie die Chris Redfield dargestellt haben. Der ist mir ein bisschen zu jung. Aber mal schauen. Ich hatte überlegt, ob ich Wolfenstein mache, aber das schaffe ich, glaube ich, nicht. Das kommt am Samstag. Das schaffe ich nicht. Nee. Das schaffe ich nicht. Man nimmt sich immer so viel vor. Ich habe... Und dann ärgere ich mich immer so sehr, dass ich das immer alles nicht auf die Reihe bekomme. Leider. So. Ab hoch hier. Ich hatte auch ein super schlechtes Gewissen während des Urlaubs, dass da nichts kam von mir. Das ist halt für mich super ungewohnt. Wenn keine Parts kommen. So gar nichts. So wenn mal so ein, zwei Tage oder wo ich krank war, auch mal drei Tage. Wenn da mal nichts kommt, okay. Selbst dann finde ich schon nicht geil. Aber so drei Wochen lang und jetzt sogar fast eigentlich vier. Obwohl ja dann da Life is Strange kam. Aber es interessiert ja die Long Dark Leute nicht. Also ist nicht mein Ding, ne? Mag ich irgendwie nicht so. Ach, und vielleicht hat der eine oder andere das Infovideo von dem Chris gesehen. Aber der hatte. Eigentlich hatte er so gefragt uns wegen Evil Within, weil er irgendwie dachte, vielleicht will ich ja Evil Within machen. Und ich hatte halt nur gesagt, dann so meine Bedenken, weil er hatte damals mit dem Tom versucht, Evil Within zu spielen. Und es hat irgendwie dann nicht so recht geklappt und dann hatten sie gar nicht so. Und wie haben sie, mussten sie mal anfangen und es hat alles nicht geklappt und dann hat man natürlich gar keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Deswegen haben sie es sein lassen und irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, dass der Chris, also der meinte auch, der fand das gar nicht so gut. Ich habe immer das Gefühl, ich stand alleine mit meiner Meinung. Ich fand EUSN wirklich gut. Ich fand das auch gut schwer. Also mag das ja, wenn ein Spiel ein bisschen knackiger ist. Und deswegen war ich jetzt so ein bisschen verwirrt, nach mir noch nie bekommt. Und das jetzt ja, dass er Evil Within 2 spielen will. Nicht mal ich habe gerade die Ambition zu sagen, ich möchte Evil Within 2 spielen. Aber es ist eher aus Zeitgründen. Und ich finde es halt, ich finde das, er hat dann, ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Wir haben den ersten, weil es ist ja nicht so, dass die bauen, ja, glaube ich, schon aufeinander auf, ne? Also es ist ja nicht so, dass da jetzt was völlig Neues erzählt wird. Deswegen, aber. War ja nur meine Meinung dazu, deswegen. Also, ihr habt euch ja, glaube ich, auch, oder viele haben ja geschrieben, nee, mach ruhig. Ich finde das nur mal so komisch, ich weiß nicht. Ich fand bei Far Cry irgendwie, weiß nicht, fand ich es noch was anderes, weil irgendwie jeder Far Cry-Teil irgendwie eine unabhängige Story hat. Weiß nicht. Bei Resident Evil, was? Ja, stimmt, Chris meinte dann noch, wir haben ja auch Resident Evil auf dem Kanal, ohne die anderen drauf zu haben. Aber ich finde, bei Resident Evil war es auch der Fall von, wir erfinden, wir versuchen das. Alter, wie viele verschieden. Dass das ja schon gar nicht mehr so viel mit dem
alten Resident Evil zu tun hatte, dass das Spiel sich neu erfindet. Aber wie gesagt, soll er machen, soll er sich ein bisschen gruseln und sich ein bisschen anstrengen. Die Bosse bei Evil Within sind schon ein bisschen eklig. Kommt aber auch drauf an, welche Stufe man spielt. Ich glaube, ich habe damals eine gar nicht mal so eine einfache. Ich habe nicht normal gespielt. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwas war da ganz komisch. So! Meine Omi sagt immer, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Jetzt haben wir hier ganz viel Fisch. Das könnten wir überlegen noch. Genau da oben müssen wir hin. Aber irgendwie möchte ich noch nicht los. Ich würde gerne, wir haben irgendwie, ich guck mal, was mit unserem Holzvorrat ist. Wie der so aussieht. Den Fisch mitzuschleppen ist eine sehr blöde Idee. Würde ich nicht machen wollen, weil der ist viel zu schwer. Wir haben noch ein Buch. Also es könnte, wir können ja auch das Papier verbrennen, oder? Geht das? Nee, ne, Papier war nur zum Anzünden. Da hinten ist noch so ein Rad. Nehmen wir doch mal noch das Rad auseinander. Achso, hier hinten kann ich mich gar nicht aufrichten. Aber sonst war hier oben waren vielleicht noch was zum Auseinandernehmen. Na, hier war noch ein Tisch. Könnten das Regal auseinander. Oh je, okay, hier sind noch Kissen. Hab ich gar nicht gesehen. Vielleicht sollte ich auch mal das Lampenöl rauspacken aus dem Inventar oder die Lampe auffüllen. Eins von beiden. Nehmen wir mal die Lampe auffüllen. Ich meine, es ist ja nicht unendlich viel, aber. Da, Lampenöl. Es ist schon ein bisschen. Pack's mal unten rein. Obwohl, ich hole mir erstmal noch ein paar Fische, brate die. Oh, 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 okay, wir können gleich hier mal aufräumen. Brate die und packe dann das Lampenöl weg. Das wäre sonst doppelt gemoppelt. Dann bin ich mal sehr gespannt auf den Turm. Ist schon geiles Wetter, aber. Na? Feels like a lot of gear. Das kann ich ob. Könnte für 4 reichen. Ich lasse mich mal nicht verleiten, loszugehen. Wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Fisch braten. Paar Stöckchen könnten wir uns wieder zu eigen machen. Ja. Come on. Hier war doch auch so ein schlimmer Sturm zwischenzeitlich. Ich hoffe, da ist bei euch irgendwie nichts kaputt gegangen. Bei mir ist zum Glück auf dem Balkon soweit nichts kaputt gegangen. Ich glaube, ein paar Pflanzen haben es nicht überlebt. Also auch den Sturm nicht. Die sind, glaube ich, abgeknickt. Hat sich dann noch schnell die Nachbarin irgendwie drum gekümmert. Aber. Bei manchen sind ja auch Bäume und so, ne? Bei meinen Eltern sind die Bäume ausgewurzelt. Das ist nicht so schön. Schön war natürlich auch nicht die Sache bei uns mit Las Vegas. Wir waren zu der Zeit in. Wo waren wir denn da? Oh, ich weiß gerade nicht mal, wo wir da ist. Man vergisst so viel, wenn man. Man hat auch tatsächlich nach 2, 3 Tagen das Gefühl, man ist schon wochenlang unterwegs. Das ist ganz komisch. Ja, der Amok-Schütze aus Las Vegas ist. Es ist halt auch seltsam. Ne? Sonst hört man das halt immer. Und sonst ist das halt so weit weg. Es ist ja in Amerika. Wenn man dann in Amerika ist, ist das halt nicht mehr weit weg. Und das Ding ist halt auch. Ja, man trifft viele Leute, die nicht diese Mentalität haben, tatsächlich mit Waffen tragen und so. Die finden das halt. Auch nicht witzig, aber
man trifft auch welche, die halt der Mentalität halt total entsprechen. Und wir waren ja am Ende der Reise in Las Vegas und wir waren auch da. Das ist da halt immer noch der Taxi. Wir haben den vollen Taxifahrer gefragt, ob man da hingehen kann. Also, ob irgendwie abgesperrt ist oder so. Und er meinte, ja, also der Bereich selber ist noch abgesperrt. Die investigaten da halt immer noch. Und es ist halt auch da der Fußweg gesperrt. Das ist sozusagen unser Hotel. Das war der Stratosphere Tower. Der ist im Norden. Und das Mandalay Bay ist halt genau entgegengesetzt. Am Ende des Strips im Süden. Und man hat auch von unten das Fenster gesehen. Das ist also so grob geschätzt, glaube ich, haben sie es einfach nur zugemacht mit irgendwas. Aber es fällt halt sehr auf, weil das Mandalay Bay ist ein Hotel, was komplett von außen wie so shiny ist. Also das ist reflektiert alles. Und da fällt es sehr auf, wenn ein Fenster nicht reflektiert. Und was man, ich war, also wir haben, wie gesagt, wir sind den einen Morgen aufgestanden und jeder von uns hatte irgendwie hauptsächlich von den Eltern so, ja, wir wissen, also die wussten ja, wo wir gerade sind, aber passt auf euch auf. Und wir da alle schon standen so früh da, so, was denn los? Mussten uns erstmal informieren darüber. Oh, das war heftig, es war seltsam, es war gruselig. Wirklich gruselig, auch abends durch die Straße manchmal zu laufen, das ist ein bisschen was anderes als hier in Deutschland. Einfach mit dem Wissen, was man hat. Da ist komisch. War auch in einem Laden drin, da haben sie auch Waffen verkauft. War Waffen und Messer und aber auch Waffen, deswegen bin ich da reingegangen, so Computerspielwaffen. Also die das Master Schwert von Link und so von The Legend of Zelda und sowas. Und es war ein Phoenix. Und dann habe ich den halt interessehalber halt gefragt, so wie es denn hier so abläuft. Ist das legal? Und er so, ja klar. Und dann hat er mich angeguckt, ist the Wild Wild West hier. Und du denkst dir so, ha, ja, der Wild Wild West, okay, verdammt, was ist denn nun mal los mit euch? Es ist halt, ja, einen Polizisten haben wir im Whirlpool kennengelernt tatsächlich. Der in L.A., der Campingplatz, den wir da hatten. Der hat einen Whirlpool. Und an einem anstrengenden Tag gibt es nichts Schöneres, als in diesen Whirlpool zu gehen. Und dann kam da so ein Mann rein mit einer Bierdose. Ne, die trinken ja mal ihr Leitbier da. Und hat sich herausgestellt, dass er ein Polizist ist. Ne? Und dann unterhält man sich so und fragt halt so. Und er fragt dann halt. Und ja, ist schon krass. Essen? Will isst es mal. Hat sich immer ein bisschen voll essen. So. Traumhaft. Dann gehen wir jetzt schlafen. Achso, also was ich sagen wollte, was da nicht so rübergekommen ist, ist, dass eigentlich, ihr müsst euch vorstellen, sagen, hier ist das Mandalay Bay Hotel, hier ist der Strip, also hier verläuft eine große Highwaystraße und hier ist dieser Bereich, wo das Konzert war, also hier, Gott, man sieht meinen Finger nicht, der Typ hat halt komplett über die Straße geschossen, also über einen kompletten Strip rüber geschossen. Ist zwar das Ende, aber ich glaube, da ist sonst auch mehr los. Da ist wirklich nichts los. Man merkt auch, das ist super bedrückend dort. Und das ist halt ja. Ich weiß nicht, ich meine, ein Verbot haben für Überraschungseier, aber kein Mensch macht sich mal einen Kopf, wenn jemand 33 Waffen kauft. Weiß ich nicht. Ich werde nicht sagen, dass in Deutschland alles richtig läuft oder in anderen Ländern alles richtig läuft, aber in Amerika läuft einiges so ganz schlimm falsch. Es ist halt auch, ich will nicht sagen, dass die Amerikaner dämlich sind, aber das Allgemeinwissen von denen geht manchmal über ihre eigene Landesgrenze nicht hinaus tatsächlich. Und die sind halt auch wirklich, du musst manchmal dir verkneifen, irgendwie Sachen zu sagen wie, ihr habt den beschissensten Präsidenten, den man hätte wählen können, muss man sich ganz doll verkneifen. Oder Sachen zu sagen wie, da gibt es wirklich Leute, mit denen, also die sind alle super lieb und zum Beispiel der Polizist im Whirlpool, das klingt total bescheuert, der Polizist im Whirlpool, der hat dann irgendwie, haben uns unterhalten und ich habe ihn halt gefragt, wie das so ist, so zur Weihnachtszeit, wie das Wetter da halt in L.A. ist und er meinte, es ist halt immer noch T-Shirt-Wetter. Und dann hat er angefangen, von sich selbst aus so zu erzählen, aber irgendwie ist in den letzten Jahren was komisch und es regnet ja so viel und wie ist das Wetter komisch und du sitzt da und
Eigentlich will man halt sagen, ja, da ist der Klimawandel. Aber es ist in Amerika ein bisschen was anderes. Es gibt einen Grund, warum da ein Trump sitzt und sagt, Klimawandel ist eine Erfindung von den Chinesen. Warum er das sagt und da ist nicht, und man sich hier so denkt, so, hallo, kann man jemand was dagegen sagen da bei dem? Das Ding ist halt, die Hälfte der Leute, die bei ihm da halt drinnen sitzen, die denken halt genauso. Und das ist halt in Amerika ein bisschen komisch. Also da muss man ein bisschen aufpassen, ne, was man sagt. Und ich sag gerade bei so Sachen. Und man wundert sich, ich wundere mich jetzt auch nicht mehr, warum so viele verschwörungstheoretische Sachen aus Amerika kommen tatsächlich. Bei denen ihrer seltsamen Mentalität, kein Wunder. Also, aber, oh Mann. Aber dann gibt es halt auch wieder so Sachen, wo ich mir denke, mein Gott, wie schön habt ihr es denn hier? So, wie toll ist das hier? Und wie cool ist das? Und wie cool ist dies? Und ja, also, Mann, ich könnte die ganze Zeit über Amerika natürlich quatschen. Ja, es ist ja. Zum Beispiel das mit den Nationalparks und so, das ist so heftig. Also, obwohl der Sequoia Nationalpark, das ist der, wo der nicht der größte Baum steht, sondern im Volumen sozusagen der krasseste Baum steht. Der ist schon wirklich sehr groß und sehr breit und das ist schon alles sehr heftig. Der brannte, als wir da waren. Ich habe sowas noch nie gesehen. Du fährst da diese Serpentinstraßen hoch und es brennt. Es brennt, du siehst auf den Straßen manchmal nichts, weil alles voll Rauch ist. Das ist auch sehr merkwürdig. Und als wir dann in Las Vegas waren, sind die Brände so ausgeartet, dass Las Vegas sozusagen von so einer Rauchwolke umgeben war. Das haben wir dann in den Nachrichten gesehen. Hängt da über den Casinos hängen die Fernseher da rum. Ist schon krass. Ist schon, weiß nicht, hier in Deutschland würde man sowas in der Art nie erleben, ne? Weil ja einfach die Vegetation und so, oder halt auch die Natur gar nicht so existiert hier. So, jetzt aber noch dazu. Ich muss aufpassen, nicht so sehr abzuschweifen. Sollte das jemand nerven? Sorry. Wir essen jetzt noch draußen was und dann gehen wir zum Turm und holen was zum Reparieren. Ich habe zwar 20 Packen Nähzeug hier, aber okay. Essen wir uns satt, dann haben wir wenigstens keine Probleme. Prima. Ist zwar nicht das beste Wetter, aber es geht schon. So, jetzt gucken wir mal hier. Da müssen wir hin. Wie auch immer wieder hinkommen. Und der Gegenwind ist auch schrecklich. Jetzt haben wir auch nur den Bär da hinten gesehen, ne, im trostlosen Marschland. Ich hoffe, dabei bleib's. Also, außer dem Bär, den wir hier töten müssen. Dann gehen wir mal hier hinten den Weg. Das sollte ja nicht ganz falsch sein, hoffentlich. Bin mal gespannt, wie wir jetzt da hinkommen. Bin noch ein bisschen verwirrt, bin ich noch. Immer noch 33 Kilo. Es ist mal irgendwas falsch. Wie immer. Oh, kann es sein, dass sie noch. Ach, fuck. Naja, egal. Natürlich, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Oh Gott, hab mich gerade erschrocken. Boah, vier Rehe. Nicht schlecht. Vier Rehe ist schon ein bisschen heftig. Und so viele Häschen. Was ist denn hier los gerade? Wahrscheinlich wartet da hinten das Elend. Na, mal gucken.
Mein Arm. Der puchert. Mann, es nervt so sehr. Ist man ein Leid los, sagt man das nächste. Ist das so, wenn man älter wird? Ha. Das war auch ganz witzig da währenddessen, ne? Unser Flug hatte ja knapp einen Tag Verspätung. Und da lernt man so einige Leute kennen natürlich. Super witzig gewesen. Und da haben wir einen jungen Herrn kennengelernt, der hieß Henning. Und der hat kein Gluten vertragen. Wir haben ihn immer Gluten-Henning genannt. Wir haben den dann noch unsere Sachen gegeben, die, dass er was essen konnte und so. Also war super witzig gewesen. Und der hat dann, müssen wir jetzt hier hoch? Der hat angefangen irgendwie uns, der meinte dann, darf ich euch mal so altersmäßig einschätzen und so. Ich glaube, der hat Psychologie studiert. Ich glaube, irgendwie gefrorener Bach. Deswegen wollte der irgendwie halt eine Einschätzung machen und er hat mich auf 24 geschätzt, ne? Hätte ich nicht so, wir haben ja natürlich kaum geschlafen. Hätte ich vielleicht ein bisschen frischer ausgesehen, hätte das vielleicht nur 22 werden können. Aber ich dachte mir so, okay, ja, ja. Na klar. Gerne, gerne. Höre ich gerne. Der war, ich finde es dann auch immer krass, wie wirklich, wie erstaunt dann er war, als ich meinte dann so, hä, so, 28. Was, wirklich? So, wie kommen wir denn da hin? Da, das sieht schon mal gut aus und hört sich schlecht an. Wir hätten vielleicht mit ihm meine Nummer tauschen sollen. Der war wirklich, der war so nett, der Typ. Mein Gott, war der nett. Der hat uns dann... Wir haben ja vom Flughafen sozusagen, von Eurowings, haben wir die ganze Zeit so... Wie kommen wir da hin? Nee, na, hier lang ist bestimmt nicht richtig. Aufgrund dessen, dass der Flug Verspätung hatte, so eine Gutscheine bekommen. Und die konnten wir aber eigentlich auch aufgrund der Uhrzeit dann irgendwann nur noch bei... Da gab es so eine Rewe im Flughafen drin in Köln-Bonn. Und konnten das Ganze, haben eigentlich unsere Gutscheine nur für Schokolade oder Süßigkeiten und wie kommen wir da hin? Und den ganzen Kram ausgegeben. Und Henning hat halt auch sich irgendwie Lollis dafür geholt, weil er kann ja, wir können wenigstens noch sagen, wir nehmen Schokolade oder so. Ne? Wenn du halt eine Glutenunverträglichkeit hast, dann bist du dann kannst du da nicht gerade so viel holen. Und hat sich dann irgendwie 5 Milliarden Lollis geholt und hat es dann welche abgegeben. Es war einfach witzig. Es war unglaublich witzig. Da liegt ein Versteck, alle klar. Gut, dass wir hier sind. Jetzt nochmal, wie kommen wir da hoch? Sag nicht, dass wir klettern müssen. Bin ich hier eigentlich schon... Wir gucken jetzt mal, was das für ein Versteck ist. Ich guck mal ganz kurz auf der Karte. Wir müssen eigentlich jetzt hier sein. Es müsste das Vorratsversteck der Waldflüsterer sein. Moment, wenn das Vorratsversteck der Waldflüsterer ist, dann... Okay, ja. Gewehrputzett ist immer... Okay. Nein. Ja, es war das Versteck. Okay. Bleibt immer noch die Frage offen. Ach so, okay, okay, okay. Okay, kommen wir von... Von welcher Seite kommen wir denn hier ran? Von... Da war doch so ein Zaun da oben. Oh Gott. Na, das wird jetzt ja witzig hier. Wir haben auch ganz viele Leute kennengelernt, die an dem gleichen Vermieter auch einen Camper gemietet haben. Und da wir ja alle... eigentlich heißt es, dass du aufgrund des Jetlags ja einen Tag in einem Hotel sozusagen, also ne, einen Tag da schlafen musst und dann kannst du den erst abholen. Und alle waren natürlich völlig durcheinander, weil wir sind eigentlich, wir sind um 11 Uhr vormittags gelandet und mussten aber eigentlich um 11 schon unseren Camper abgeholt haben. Und da gab es Leute, die hätten noch früher da sein sollen, welche später da sein sollen. Und wir haben uns halt mit denen komplett zusammengeschlossen. Wir haben dann dort angerufen und haben gesagt, hier mit Verspätung. Und hier sind so viele Leute,
Behauptet tatsächlich, kommen wir hier hoch? Oh, und die Dame war super nett an dem Vermieter. Das war eine Deutsche tatsächlich. Wir kommen hier nicht hoch. Wie denn? Willst du mich denn hier verrumpeln? Hä? Okay, muss irgendwo anders hingehen. Und das ist der Alte, der Kaputte. Krass. Ja, und die meinte, es ist kein Problem, so kriegen wir alles hin. Also war da nicht viel mit einem Tag irgendwo übernachten. Das war hin und gleich mitnehmen. Ah, es war halt cool, so. So die ganzen Leute kennenzulernen am Flughafen, so die Fluggäste und ne, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und oh, es war schrecklich, es war so schrecklich. Da die, wir haben dann auch, wir wurden am Ende in allen Hotels natürlich gepackt. Wir mussten dann, also um 18, also müsst ihr euch vorstellen, eigentlich sollte der Flug um 13 Uhr gehen. Um 18 Uhr hieß es dann, der Flug wird halt nicht mehr gehen, weil die Maschine war kaputt und Personal gab es auch nicht mehr, selbst wenn es eine Ersatzmaschine gegeben hätte. War schon mal sehr toll. Und ja, dann hieß es halt, wir holen, sollen jetzt unser Gepäck holen und dann kriegen wir, wenn man halt nicht aus der Nähe kommt, ein Hotel. Das Ding war aber, dass wir erst um 21 Uhr oder so hatten wir alle erst unser Gepäck, weil die es irgendwie nicht geschafft haben, unser... Wir kommen hier nicht hoch. Wir brechen uns gleich was. Die haben es halt einfach nicht geschafft, unser Gepäck irgendwie mal uns zu geben, also auf die Bänder zu packen. Und dann war es irgendwie 22 Uhr und der nächste Flug sollte früh um 6 gehen. Das hieß, wir mussten um 3 Uhr morgens einchecken. Wir waren um 23 Uhr im Hotel. Wir wurden zwar so in so einem krassen 5-Sterne-Hotel untergebracht, aber ne, wir haben, hatten dann irgendwie nur... oh Gott, bra, macht gleich Knack. Aber wir hatten dann halt nur noch irgendwie 4 Stunden, wenn überhaupt, Zeit zu schlafen. Sind dann dementsprechend müde um 3 Uhr morgens am Flughafen gewesen zum Einchecken. Oh Gott, wir brechen uns sofort was, ne? Oh Gott. Ich mag diese Geräusche nicht. Ah! Und dann hatte der... Durften wir dann um 7.30 Uhr durften wir dann starten. Okay. Sieht ja schon mal netter hier aus, ne? Auch wenn es bestimmt nicht richtig ist. Ach, du Heilige. Hä? So, jetzt mal ganz blöd. Wie? Wie und wo? Und warum, weshalb, wieso? Wie soll ich denn da hinkommen? Dort sind Wölfe. Wie komme ich denn da hinten? Oh Gott. Ich werde mich so weit von vorne. Ich kann doch hier nicht lang. Das geht doch nicht mit rechten Dingen hier zu. Hä? Wenn ich jetzt noch eine Runde rumgehe, sind wir wieder am Anfangspunkt. Da ist ja gleich der Zug, da hinten ist unser Haus. Ich sehe, es ist sehr, sehr einfach, zu diesem Turm zu kommen. Wahrscheinlich ist es total einfach und ich sehe den lauter Weg vor lauter Bäumen nicht oder so. Hier komme ich nicht hoch, okay. Naja. Vielleicht hier hoch? Hier sieht gut aus, ne? Warum bin ich hier gerade nicht hoch? Was ist denn da los? Ich glaube, hier ist gut. Hier ist gut, hier ist gut. Warum bin ich denn... Egal. Reden wir nicht drüber. Hahaha, ha, ha. Ich glaube, wir schaffen es noch da hinten. Bevor der Part zu Ende ist. Oh, bitte breche dir nichts, Will. Wäre mehr Vergnügen. Oh je. Sind das doch nicht der richtige Weg hier, oder? Wenn ich jetzt klettern muss, dann schreie ich, weil... Das ist auch nicht der richtige Weg. Willst du mich denn vereiern?
Weil wir haben zu viel mit, um zu klettern. Hä? Wie? Also da drüben ist diese Balustrade, die wir gesehen haben. Hier nicht aus. Ich bin neu hier. Oh Gott. Oh Gott, jetzt dachte ich schon. Immer wenn so ein Leck kommt, dann bricht man sich was. Wo muss man denn hier lang? Also mal ganz ehrlich. Eigentlich kein Bock jetzt hier runter zu gehen, weil... Ich muss da runtergehen, oder? Ich muss da lang, ne? Ja, ich muss hier runtergehen. Okay. Wer soll denn das ahnen? Komm ich, da muss ich hochkommen. Oh, oh, oh. Oh, jemine. Wie? Mhm. Ist doch zum Glück gar nicht steil hier. Und wir kommen hier nicht hoch. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin wieder hier unten. Das ist ja toll. Hier wollte ich hin. Genau hier. Ach, das ist ja krepelig hier. Ich muss irgendwie ein bisschen weiter höher kommen. Da, ich sehe Zaun. Oh Gott, ist aber auch, hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich, ich glaube, wir waren schon sehr, sehr nah dran eigentlich, aber von der anderen Seite, ne? Hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir von, hier aus da ran müssen. Na gut, dann ist das halt so. Ich gehe jetzt noch, wir sind schon eigentlich drüber. Ich gehe da jetzt trotzdem hoch. Ich brauche irgendwo einen Punkt zum Speichern. Weil ich kann heute, nicht mehr aufnehmen. Das, kriege ich heute nicht hin. So viel aufzunehmen. Ich sollte mich ein wenig ausruhen. Also im Real Life. Und Will kann sich derzeit auch ausruhen. Gar kein Ding. Mein Lieber. Gott, wie cool, dass jetzt hier auf einmal so ein Turm ist. Der den anderen da ablöst. Obwohl es mir ein bisschen schade ist, ha? Da steht jetzt auf einmal so ein Mast. Wenn da nicht diese seltsame Firma ihre Finger mit im Spiel hatte. Einmal hier rüber. Sehr gut, oh Gott. Ja, tatsächlich, wir können es ja nochmal hier genau umsehen. Ich will erstmal dahin. So hier unten, ne, bei den... Ob hier was ist. Dann habe ich jetzt ein bisschen hier an den Weg zum Leuchtturm im Desolation Point. So, Förster-Aussichtsturm. Der neue Förster-Aussichtsturm. Hätten wir jetzt schönes Wetter, hätten wir eine tolle Aussicht. Oh, guck mal. Ja, wie cool. Na, dann ab hoch. Ich glaube, da oben muss ich aber schlafen, um zu speichern, aber ist ja kein Ding. Wir haben es zumindest gepackt bis nach oben. Meine Güte. Nimmt so mein Ende hier. Ich gehe mal einmal eine Runde. Falls hier was liegen sollte. Nein, okay. Dann gehen wir einmal hier rein. Oder auch nicht. Schließen die Türe, stellen uns hier hin und dann machen wir das Radio an. Aber es sind ja keine Lichter gerade da, deswegen können wir damit gar nicht... Oh, da liegt eine... Oh, alles klar, dann speichere ich hier dann gleich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei The Long Dark wieder mit Will. Bis dann. Tschüss.